Erwerb bewirtschaftet. So wie die Weiberwirtschaft vom Seppenbauer unweit von Bernau am Chiemsee. Marielle Simon und ihr Mann Alois, Justizbeamter in Bernau, haben 2002 den etliche 100 Jahre alten Hof übernommen. Gemeinsam mit ihren beiden Töchtern Franziska und vor allem mit Katharina hat sie aus dem Seppenbauern einen Erlebnishof gemacht. Wir wollen versuchen, die Kinder, die Jugendlichen und auch die Erwachsenen einfach nur zum zeigen, wie ein voll bewirtschafteter Bauernhof noch heutzutage leben kann. Dass die Tiere auf dem Hof für unsere Existenz da sind, dass die einfach auch zum Leben kehren, aber auch verarbeitet werden bei uns auf dem Hof, dass die Kinder das lernen, ein kleines Küken in der Hand zu haben und zu sehen, wie das atmet, wie das schnauft, dass das lebt, dass man vorsichtig umgehen muss damit. Dass sie einfach nur merken, die Kuh ist nicht lila und der Butter nicht nur abpackt. Dass nachdenken, wie wertvoll unsere Lebensmittel sind. Einkaufen auf dem Bauernhof heißt das Motto für Direktvermarktung auch bei den Simons. Rund 6000 Betriebe in Bayern haben sie für sich entdeckt. Alles ist hier selbst gemacht. Nur durch die Direktvermarktung können wir den Hof so erhalten, wie er ist. Und weil sich Katharina, eigentlich gelernte Glasbautechnikerin, voll und ganz dem Hof verschrieben hat. Sie ist zuständig für Kindergeburtstage und Ferienprogramme, ist Mädchen für alles im besten Sinne. Ja, weil es einfach Spaß macht, mit den Viechern zu arbeiten, mit den Pferden, mit den Kühen und so. Das macht einfach riesen Spaß mit jeden Tag in der Früh, wie man in den Stall reingeht und dann schaut man, die Viecher geht's gut, passt alles. Und man ist immer an der frischen Luft, das macht, ist auch super. Und ja, ist einfach schön.